Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit Cube Life Island Survival. Also, nachdem ich hier den Hidden Room nicht gefunden habe, habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr zum Suchen. Zumindest im Moment nicht. Ich will weiter auf die nächste Insel. Und mein Inventar ist rappelvoll. Also fahr ich weiter. Was war denn das jetzt? Ich wollte losfahren. So ein Cheat. Ich bin noch nicht wach. Es ist 9 Uhr morgens und am Wochenende. Ich bin So, ich will jetzt weiterfahren. Und zwar genau genommen. Eigentlich da lang. Nach, was ist das? I3. Ich will jetzt mal die I-Reihe ein Stück runterfahren. Die I-Reihe, wie ich das anhört. Und mich da mal ein bisschen umsehen. Wie gesagt, den Hidden Room habe ich jetzt nicht gefunden. Wenn ihn jemand gefunden hat, kann er mir gerne einen Tipp geben. Aber bei allem, was ich nicht erledigt kriege, werde ich irgendwann gegen Ende des Let's Plays nochmal hinfahren. Und wenn ich was vergessen sollte, dürft ihr mich gerne darauf aufmerksam machen. Also mein Plan ist, bei genauer Betrachtung könnte man hier auch zum Muscheltauchen herkommen. Hier gibt es anscheinend keine Haie. Mein Plan ist, wie gesagt, erstmal darüber zu fahren. So. Mein Plan ist erstmal alle Inseln zu erkunden, so ein bisschen Material zu farmen. Dann werde ich mich um diese Gegner kümmern, wie die Spinne oder was noch kommen könnte. Lol. Und dann werde ich auch probieren, diese Hidden Rooms zu finden, weil das, was ich da im letzten Part gefunden habe, das war kein Hidden Room, das war ein Loch im Boden. Das war ein Schluck Kaffee. Jo. Weil ich denke, es ist für euch jetzt nicht so interessant, wenn ich jetzt die halbe Insel abgraben muss, um dann festzustellen, dass da nichts ist. Das wäre natürlich eine Verarsche, auf Deutsch gesagt, wenn da, wenn es heißt, there might be a hidden room, da könnte einer sein. Oder müsste einer sein. Und es ist keiner da. Aber das gilt es rauszufinden. Das Problem ist, also ich muss gestehen, ich habe dann mal probiert, im Internet irgendwie was zu finden und habe festgestellt, nee, da gibt's nichts. Also ich habe nichts gefunden, wo die Hidden Rooms von Cube Life Island Survival gezeigt werden. Leider. So, das hier scheint mal wieder nur Wasser zu sein. Da fahren wir direkt weiter. Dann müssten wir jetzt eigentlich nach I4 kommen. Jawohl. So, ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass ihr auf den Hidden Room ein bisschen warten müsst. Und wie gesagt, wenn jemand Tipps hat, ich sag's mal so, wenn irgendjemand den gefunden hat und es war auch irgendwas drin, dann kann er mir es ja mal in die Kommentare schreiben mit so einem kleinen Tipp, wo ungefähr ich gucken muss. Oder wo andere gucken müssen. Ja, ganz ehrlich, das hasse ich. Ich hasse das, wenn da so eine Fackel steht, dann ist da nichts. Oder es ist so gut versteckt, dass man es eigentlich kaum finden kann. So ein bisschen versteckt. Ja, aber doch nicht so hoch. Und bei genauer Betrachtung frage ich mich, ob man aus Titan auch eine Rüstung herstellen kann. Weil Titan sollte recht stabil sein. Oh. Und das hier sieht mir auch wieder aus wie ein Gebiet ohne Insel. Wisst ihr was? Ich unterbreche kurz und melde mich, sobald ich eine Insel gefunden habe. Und geschafft. Wir sind auf I6. Das sieht gut aus. Ich sehe auch noch keine Adler, was mir zugegebenermaßen nicht so unsympathisch ist. Ich frage mich gerade, ob ich die Hütte da drüber bauen soll. Ist egal, wir gehen erstmal an Land. So, mal gespannt, was es hier erwartet. Ich baue mir eine Hütte und dann gucken wir uns die Insel an. Okay,
Die Nacht ist fast rum und mir geht es doch gut. An dem Ausrufezeichen oben sehen wir, da sind auch Eingeborene unterwegs, musste ja sein. Und während dem Bauen von meiner Hütte ist mir auch noch eine sympathische Kiste begegnet. Die kam von da hinten angeschwommen und ist genau in meine Richtung, was ich auch ganz gut fand, weil ich habe nämlich gemerkt, ich hatte gar keine Kiste dabei, also habe ich mir die mal gleich geschnappt. Jetzt habe ich dankenswerterweise zwei Ferngläser. Dafür waren Perlen drin. Das heißt, ich müsste, wenn ich mich nicht verrechne, jetzt über 30 haben. Das heißt, ich kann mir den fetten Rucksack holen. Und ja, Kissen waren drin. Also kurz gesagt, ein Bett sollte ich mir auch noch eins bauen können. Ich weiß gar nicht, was noch drin war. Wahrscheinlich hier noch so ein bisschen Material. Und das Holz hier fällt mir gerade ein. Damit habe ich mir diese Tür hier gebaut. Aber komischerweise konnte ich nicht einfach das Material anklicken und dann, also hier auf den Tisch, dann Material anklicken, Tür aussuchen. Nee, das ging nicht. Ich muss die Sachen wirklich einzeln hochlegen. Also, wenn ihr euch den Tisch anguckt, Holz, 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 Seil, Seil, Holz, Seil. Also nach dem normalen, ich nenne es jetzt mal Crafting-Rezept. Und dann ging's. Komischerweise über diese, keine Ahnung, wie man es nennen will, Schnellbauoption, keine Ahnung. Darüber ging es nicht. So. Interessant wäre jetzt mal, ob die Eingeborenen sich trauen, hier drunter zu kommen. Ja. Ich glaube, da hinten latscht gerade einer ins Wasser. Auf jeden Fall, ich habe mir noch ein bisschen Platz gemacht hier. Und dann werden wir gleich mal gucken gehen, was wir auf der Insel so finden. Weil die ist jetzt noch völlig unbekannt. Im Gegensatz zur letzten habe ich hier nicht vorab schon mal geguckt. So, 5 Uhr, jetzt sollten wir sicher sein. Nehmen wir aber gleich mal das Schwert in die Hand. Oh. Hallo, hi. Moment mal, hallo, hi. Bleib mal hier. Dann haue ich dich direkt um. Jetzt haut er ab. Feige Socke. Lass mein Floß in Ruhe, Freundchen. Gucken wir mal. Cranberries, Fliegenpilz. Wir flitzen erstmal außen rum, würde ich sagen. Eine reine Bäreninsel oder was? Was ist denn das? Jungs, meint ihr nicht, ihr seid ein bisschen schnell für Schildkröten? Ah. Okay. Problem, hier haut man einmal drauf, dann sind sie im Panzer drin und ich glaube, dann kriegt man die da so schnell nicht mehr raus. Nee, nicht mit dem Steinschwert, könnt ihr vergessen. Also ich habe da, ich habe es da glaube ich mal mit Sprengpfeilen probiert, das hat funktioniert. Wartet mal schon mal die Karte auf, damit wir sehen, wann wir rund sind. Oh, haben wir schon die Hälfte von der Insel. Jede Menge Grün. Ja, also bis jetzt sehe ich Cranberries und Eichen. Oh, Cranberries und Eichen, das sagt mir im Umkehrschluss, ich sehe keine Palmen. Also sollte man hier nicht auftauchen, wenn man nichts zu trinken dabei hat. Boah, ansonsten sympathisch. Keine Adler. Eifel, aha. Keine Adler. Gulasch. Na gut, Weizenleder und kein Gulasch, was soll's. Loch. Loch. Da könnte natürlich wieder was drin sein. So eine Höhle oder sowas. Blöde ist, dass das Wasser hier so dermaßen spiegelt, dass man gar nicht reingucken kann. Oh, Swimmingpool. Nett. Okay. So. Gut, jetzt sind wir gleich einmal rund. Kiste. Nee, Quatsch. Keine Kiste, ist ein dummer Fisch.
Warum sagt mir die Stelle was? Ich erinnere mich hier irgendwie dunkel dran. Okay, hier gibt es eine Schildkröte. Da unten geht's runter. Da könnte was Interessantes sein. Gehen wir bald gucken. Den Stamm hier, den nehmen wir mit. Dann habe ich direkt wieder ein paar Sticks, glaube ich. Ja, könnten Sticks gewesen sein. So, was das hier ist, weiß ich jetzt mal noch nicht. Aber gleich. Hä? Limestone? Was soll das denn sein? Das sagt mir erstmal gar nichts. Was ist das hier? Das sieht nicht so uninteressant aus. Da werden wir unsere Laterne mal wieder einsetzen können. Tauchen wir mal todesmutig darunter. Aber nicht allzu lange. Weil man hier ganz offensichtlich schnell hängen bleibt. Ist einfach nur eine Kammer im Wasser anscheinend. Jetzt sollten wir zusehen, dass wir rauskommen. Hui. Hier gibt es auch irgendwie, kann man sich einen Taucheranzug mit Sauerstoffflasche machen. Das wäre hier durchaus hilfreich. So, was haben wir? Was für ein Unkraut. So. Eine verdächtige Höhle. Lege ich ihn derzeit nach oben. Ich glaube, den Eimer. Solange es nicht regnet, bringt er mich eh nicht weiter. Gucken, ob wir da irgendwo eine Fackel platzieren können, dass wir was sehen. Wohl eher nicht. Das ist jetzt gerade mal Mist. Aber das Problem kriegen wir gelöst, indem wir hier ganz keck was abbauen. Hilft aber noch nicht, da scheint noch ein Block oben drüber zu sein. So. Jetzt kriegen wir eine Fackel platziert. Das hilft uns nicht wirklich weiter an der Stelle. Machen wir die ganz gleiche Nummer vielleicht hier nochmal. Machen wir auch. Moment. Mein Controller. Achso, ich schlag das mit der Fackel drauf. Ich dachte gerade, mein Controller vibriert. Hier muss Silber oder sowas sein. War wohl nichts. So, jetzt sehen wir doch schon ein bisschen mehr. Ist ja immer noch nicht so viel, wie ich gerne sehen würde. Oh, da oben sind Löcher, da kann man böse reinklatschen.
Ich sehe jetzt mal auf Anhieb nichts, was ich wirklich bräuchte, was mich weiterbringen würde. Okay, hier nutzen wir mal ganz kurz die Laterne. Nee. Oh, zumindest ziemlich tief. So, eine von den Fackeln holen uns wieder, die hinten noch überstehen. So, okay. Weiter geht's. Diese Insel muss doch irgendwas noch zu finden sein, außer Schildkröten. Ist aber schon mal gut zu wissen, weil aus Schildkrötenpanzern kann man, glaube ich zumindest, die beste Rüstung überhaupt machen. So. Ah, Cashews müssten das sein. Ja. Auch noch mal runter, was könnte da sein? Also ich sehe mal ehrlich gesagt nichts. Was interessant wäre. Oh, Essen. Ah, schon wieder Leder. Rate mal, was jetzt passiert. Arme Schwein. Okay, viele versteckte Ecken. Einigermaßen unübersichtlich. Kohle habe ich jetzt zum Beispiel noch keine gesehen. Oh, das hier sieht auch nicht schlecht aus. Da gehen wir auch mal noch schnell runter, bevor es dunkel wird. Also diese Dinger sind ja wirklich Unkraut, oder? Machen wir uns doch mal einen sauberen Zugang. Machen wir uns vielleicht so, dass ordentlich aussieht, mal die komplett weg. Pff, sieht schon ein bisschen witzig aus hier. Da hinten, das sieht interessant aus. Ich habe jetzt hier mal eine Fackel platziert, damit ich weiß, dass ich hier schon mal war. Weil da hinten, das ist mir zu verdächtig. Dort schwimmen Schweine. Das ist die Schweinebucht. Schade, ich hätte gerne ein bisschen Kohle mitgenommen. Ich habe aber auch keine Ahnung, was man mit diesem Limestone anstellen kann. Werde ich aber gleich mal überprüfen, wenn ich in der Hütte wieder bin. Weil da müsste ja irgendwas sich finden lassen. Ach komm. Die Zeit reicht zwar kaum noch, aber ich tauche hier mal ganz kurz runter. Ist ziemlich tief. Aber hier ist rein gar nichts. So ein schönes Versteck. Ich hätte gedacht, vielleicht sind hier ein paar Muscheln mit ganz vielen Perlen drin oder so. Aber das war wohl nichts. Das sah zwar jetzt gut aus, aber hier ist nichts, was uns wirklich weiterbringt. Nehmen wir die Fackel wieder mit. Schade eigentlich.
überlege gerade, ob man in solche Höhlen vielleicht auch eine Hütte reinbauen kann. Aber wenn da Wasser vorne dran ist, kommen vielleicht die Kannibalen nicht so leicht dran. Wo bin ich denn überhaupt auf der Karte? Ich sehe mich nicht. Ach, da. Okay. Dann sehen wir mal zu, dass wir zur Hütte kommen. Also furchtbar viel gibt die Insel hier echt nicht her. Insbesondere keine Kohle. Gut, ich habe zwei Fackeln. Das reicht auf jeden Fall nochmal, um mir was für die nächste Insel zu bauen. Steine werde ich hier finden. Boah, 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 alles gut. Loch. Gut, ich könnte hier Haie jagen, wenn ich wollte. Will aber nicht. Warum springst du nicht? Stracke Socke. So. Okay. Dann klicken wir doch mal hier auf diesen Limestone. Ah ja. Man kann mit dem überhaupt nichts machen? Warum gibt's den dann? Gut, ich kann vielleicht Häuser draus bauen, aber pff, so interessant sah das nicht aus. Gucken wir mal, ob ich im Survival Guide irgendwas entdecken kann. Also ich sehe mal noch nichts. Also beim ersten Überfliegen entdecke ich mal nichts. Nee. Nö. Moment, war da irgendwas? Nee, nö, nö, nö. Okay, jetzt erschließt sich mir nicht, was ich mit dem Stein soll. Also er wird dann wahrscheinlich direkt in die Kiste wandern, weil wozu was mitschleppen, mit dem er sowieso nichts anfangen kann. Moment. Limestone. Aha. Damit kann man Zement herstellen. Aha, und aus Zement. Gravel, das müsste, glaube ich, Kies sein. Aus Kies, Sand, Zement. Warum muss das ein Akazieneimer sein? Also wahrscheinlich Wasser. Kann man Beton herstellen. Okay. Ich frage mich gerade, brauche ich für irgendwas Beton? So, was ist das hier für ein Quatsch? Cobblestone. Pff, was soll ich damit? So auf Anhieb. Das ist wohl eher interessant für Dinge, die mir gerade nicht einfallen. Okay, wir lassen jetzt mal die Nacht rumgehen und dann gucken wir noch, ob wir irgendwas finden und dann machen wir uns bereit für die nächste Insel zum Weiterfahren. So interessant ist hier nicht. Hier kann man mal zwischendrin eine Pause machen, was weiß ich, Material herstellen, Holz sammeln. Das eigentlich Interessante hier sind die Schildkröten. Bis gleich. Okay, ich stecke jetzt mitten in meinen Vorbereitungen für um diese Insel zu verlassen, auf die nächste zu fahren. Und etwas habe ich hier noch gefunden. Ich hoffe, das war jetzt das Richtige. Nee, das war ein Cashew. Verdammt. Jetzt wollte ich euch so schön zeigen, was ich hier noch entdeckt habe für Bäume. War nix. Aber ich kann es euch ja so sagen. Hier gibt es Akazien. Und ich erinnere mich daran, dass ich für irgendwas Akazienholz bräuchte. Ich weiß noch nicht mehr für was, um ehrlich zu sein. Könnte sein, dass es für den Holzbogen war. Bin mir aber nicht sicher. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo eine finde. Das hier.
Habe ich jetzt noch Platz? Nee, natürlich nicht. Wie macht man das auf die Schnelle? Ist egal. Ich schlitze mal gerade zu meiner Hütte. Ach, ist ja eigentlich auch wurscht. Kurz gesagt, das hier, so sehen sie aus. Das sind Akazien. Die gibt es auf der Insel. Wo bin ich überhaupt? Ich glaube I6. Jawohl, I6. Wenn ihr Akazienholz braucht, da sind sie. Die sind mir am Anfang gar nicht aufgefallen, weil die so den Eichen doch recht ähnlich sehen. Und die Cashews übrigens auch. Ich müsste da schon genau auf die Blätter gucken. Nicht so wie ich gerade. So, ich zeige es euch aber gleich in meiner Hütte. Ich habe nämlich schon was eingepackt davon. Sollte springen und nicht tauchen. So, wo haben wir es denn? Ja. Da ist es. Akazienholz. Ist doch auch mal eine feine Sache. Gut, ich bastel mir jetzt noch die Sachen, die ich brauche, um auf die nächste Insel zu kommen. Und dann verlasse ich diese hier und erforsche die nächste. Und das seht ihr dann im nächsten Part. Und bis dahin, wisst ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren, ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten genießt einfach euer Leben und freut euch über meine schöne neue Tür. Oh, und ich muss so schnell wie möglich den Eimer nach unten schaffen, weil der füllt sich, glaube ich, nur, wenn er da unten drin ist. So, und es hat lange nicht geregnet. Okay, bis denn dann. Tschüss.